Der Brickforce Emulator wurde heute veröffentlicht unter dem Namen Brickforce Aurora. Nicht das Remastered, denn das sind beides unterschiedliche Projekte. Und wie man ihn relativ problemfrei setupt, also den Emulator, um es mit anderen Leuten in einem privaten Netzwerk mehr oder weniger privat zu spielen. Es ist kein Server, kein offizieller Server, kein Server, der dauerhaft online ist, sondern man muss selber einen Server hosten über ein Netzwerk, also in welches man sich sozusagen einloggen muss. Und alle nötigen Downloads und Links habe ich da in der Beschreibung verlinkt, also ganz oben, so der Reihenfolge nach. Ebenso wie Discord-Links zu den Discord-Servern, nämlich den Discord-Server zu dem Brickforce Aurora-Projekt, also dem Emulator, und auch der Discord-Server zu dem RE-Projekt, also dem Remastered von Brickforce. Diese Links findet ihr in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, können wir auch jetzt mit dem Tutorial starten. Ladet euch Brickforce Aurora, die aktuellste Version, auf GitHub herunter. Ladet euch ebenso Zero Tier für Windows herunter. Und auch 7-Zip. Installiert Zero Tier. Drückt dem darauf aufploppenden Netzwerkfenster auf Ja. Und beendet anschließend die Installation. Nachdem ihr Zero Tier erfolgreich installiert habt, könnt ihr unten rechts in der Taskleiste das Icon für Zero Tier sehen. Hier müsst ihr nun auf Join Network klicken. Und die Server-IP von Brickforce Aurora dort einfügen und auf Join drücken. Anschließend solltet ihr ein Häkchen bei dem Brickforce Aurora Server sehen. Drückt nun auf Show Networks. Unter Brickforce Aurora seht ihr nun eure IP-Adresse, die euch im Zero Tier Netzwerk zugewiesen wurde. Die solltet ihr euch auf jeden Fall irgendwo herausschreiben und speichern. Zero Tier solltet ihr übrigens auch nur laufen lassen, wenn ihr Brickforce zockt. Sprich, unter Einstellungen solltet ihr dieses Häkchen auf jeden Fall nicht anhaben. Damit wäre Zero Tier jetzt gesetupt und jetzt können wir uns an die Brickforce-Daten ranmachen. Dafür entpacken wir die Brickforce-Daten, wofür ich 7-Zip benutze. So, Brickforce ist entpackt. Schiebe ich mir mal hier auf den Desktop, damit ich da leichter ran kann. Öffnen wir mal und hier sehen wir den Brickforce-Ordner. Öffnen wir den auch nochmal und hier sehen wir die Brickforce.exe. Mit der Brickforce.exe startet man logischerweise das Spiel. Andere wichtige Orte in diesem Brickforce-Ordner sind allerdings die Config fürs Inventar, als auch die Config generell, in welcher ihr beispielsweise eure Host-IP eingeben könnt, beziehungsweise die Host-IP, auf welche ihr regelmäßig zugreift. In der Config werde ich nun die Standard-IP-Adresse mit meiner IP-Adresse im Zero-Tier-Netzwerk ersetzen. Und natürlich die Config abspeichern. Haben wir das erledigt, erstelle ich mir noch einen Shortcut für die Brickforce.exe auf meinem Desktop. Und nun können wir sie auch mal starten. Falls hier übrigens die Firewall aufploppt, erlaubt sowohl Privatnetzwerkzugriff als auch Zugriff auf öffentliche Netzwerke. Und auch noch sehr wichtig, wie ihr wisst von damals noch, Brickforce wird sehr laut. Von daher würde ich euch empfehlen, im Lautstärke-Mixer die Lautstärke von Brickforce, wie man hier schon sieht, bei mir ist das standardmäßig, sehr, sehr leise zu machen, bevor ihr das Spiel startet. Ansonsten fliegt euch mindestens ein Trommelfell um die Ohren. So, jetzt im geöffneten Brickforce könnt ihr auf Remember klicken und hier euren Namen eingeben. Remember sorgt einfach nur dafür, dass ihr den Namen nicht jedes Mal neu eingeben müsst. Und oben links seht ihr bereits die IP, die wir vorhin in die Config eingefügt haben. In diesem Fall wollen wir nun einen Server starten, von daher klicken wir auf Host Match. Und jetzt sehen wir auch die Firewall-Benachrichtigung. In diesem Fall erlauben wir den Zugriff auf sowohl private als auch öffentliche Netzwerke. Und in diesem Menü hier solltet ihr nur auf Play drücken und kommt damit ins Hauptmenü. Wenn nun beispielsweise im selben Aurora-Netzwerk wärt, könntet ihr mit meiner IP-Adresse, wenn ihr die eingebt, auf Join Match klicken und dann würdet ihr diesen Server joinen, den ich jetzt gerade erstellt habe.
Falls ihr übrigens der Host des Servers seid, könnt ihr F4 drücken und das Host-Menü öffnen. In diesem könnt ihr beispielsweise den Server schließen oder das derzeitige Match komplett beenden. Aber auch sehr praktisch, ihr könnt den Buffer clearen, falls der Server zum Beispiel laggy werden sollte oder einfach mal stocken sollte. So, als nächstes zu den Brickforce-Einstellungen. Was ihr verändern könnt, sind die Grafikeinstellungen, die Soundeinstellungen, die Tastenbelegung und die Mauseinstellung. Nicht verändern solltet ihr allerdings auf keinen Fall die Location-Einstellungen. Die sollten so bleiben, wie sie standardmäßig eingestellt sind. Nun kommen wir aber zum interessantesten Fenster, nämlich dem Inventar. Drückt ihr im Inventar F5, öffnet ihr das Inventarfenster. Alle rot markierten Items sind die ausgerüsteten Items. Alle anderen Items sind die Items, die ihr so im Inventar finden könnt. In der linken Spalte seht ihr alle Items, die es in Brickforce gibt. Hier könnt ihr auch von Köpfen nach unten sortieren oder halt von Jacken nach unten. Ich hab's das aber lieber von Köpfen nach unten. Wenn ich hier mal durchscroll, seht ihr auch, das ist eine ganze Menge an Items. Ganz oben könnt ihr sehen, dass ihr das Inventar updaten könnt, falls ihr zum Beispiel Änderungen vorgenommen habt. Speichern könnt oder auch laden könnt, falls ihr Änderungen vorgenommen habt, die ihr dann doch nicht haben wolltet. Ah, oder auch noch ganz wichtig, die Namen könnt ihr euch anzeigen lassen. Was ich persönlich auch immer eigentlich eingeschaltet habe. Wir können erstmal beispielsweise durchgehen und einige Items löschen, die ich gar nicht haben will. Beispielsweise diese Jacken hier. Die möchte ich nicht, die finde ich nicht stylisch, die können alle weg. Einfach einen Linksklick drauf machen und die Items gehen vom Inventar raus. So, die Hosen hier, die wollen wir auch nicht haben. Hosen, wer trägt schon Hosen? So. Was wir hier aber hier sehen, wir sehen zum Beispiel keinen Fisch. Das müssen wir ändern. Large Trout ist der Eisthunfisch. Wir klicken jetzt in der Itemspalte die linke Maustaste und der Eisthunfisch ist jetzt im Inventar. Was wir jetzt noch machen müssen, wenn wir jetzt so mit dem Inventar hier zufrieden sind, müssen wir jetzt auf Update klicken. Dann seht ihr an dem Charakter auch, der schön seine Waffe in die Luft hebt. Das Inventar in-game wurde geupdatet. Heißt, die Items, die ihr hier jetzt seht, sind in-game vorhanden. Und nun könnt ihr auf Save drücken. Ihr seht nochmal, der Charakter macht irgendwelche Bewegungen in-game. Und jetzt ist auch die Config gespeichert. Jetzt können wir jetzt zum Beispiel F5 wieder drücken und dadurch das Inventarmenü schließen. Übrigens, Profil solltet ihr nicht klicken. Ihr solltet generell keine Sachen anklicken, die nichts mit Zocken zu tun haben. Beispielsweise hier die ganzen Fenster. Ignoriert sie einfach. Das, was ihr habt... Oh, übrigens auch, ja, Map Manager und Shop. Nein, hier ist nichts. Einfach nur Spielen und Inventar. Solltet ihr so ziemlich nur benutzen. So, was wir jetzt gerade aber ausgerüstet haben, war der Eisthunfisch. Dann wollen wir mal sehen, wo er ist. Hier ist er. Ihr seht auch schon, er ist Max Up. Wichtig zu erwähnen ist auch, nutzt nur Waffen, die keine Upgrades haben. Beispielsweise, hier, diese Axt ist Max Up. Die ist allerdings verbuggt. In dieser Version funktionieren nur Non-Up-Waffen. Aber keine Sorge, die Non-Up-Waffen sind ohnehin bereits gemax-up. Wie ihr seht, alle haben 10 Upgrades. Auch auf Genauigkeit sehe ich gerade. Interessant. Ich glaube, man konnte nämlich nur 4 Sachen upgraden damals. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall im Inventarfenster könnt ihr eine ganze Menge herumspielen. So, gehen wir jetzt mal zum Spielen. Wenn ihr der Host seid, könnt ihr einen Raum erstellen. Beziehungsweise, ich glaube auch andere Servermitglieder können einen Raum erstellen, allerdings kann nur der Raum der Server-Host, meine ich, den Raum starten. So war es zumindest in den letzten Versionen. Also drücken wir mal auf Create. Wir machen den Drop aus, denn Drop war immer damals buggy und ich glaube, es ist immer noch buggy oder vielleicht wurde es schon gepatcht. Ist ja auch egal. Wir nehmen mal die Map Western von Ploxy, ist eine schicke Map. Öffnen wir mal den Raum. So. Ein weiterer Vorteil dieser Version ist, man kann komplett alleine eine Runde starten. Übrigens solltet ihr auch nur Team Deathmatch spielen, denn andere Modi funktionieren bislang noch nicht. Und sind auch, glaube ich, nicht in Planung. Von daher drücken wir jetzt auf Start. Und wie wir sehen, funktioniert es. Wir haben einen Brickforce am Laufen.
sah so Western aus. Das ist doch eine spätere Version von Nimble, oder? Alter, wir können schießen, wir können die Waffen wechseln, wir können mit einer Axt schlagen und wir können Nate schmeißen. So. So wie es sein soll, mit den englischen Stimmen übrigens. Nun können wir auch mal das Host-Menü öffnen und auf Endmatch klicken. Und wie ihr seht, die Runde ist direkt beendet worden. Übrigens hier im Map-Menü solltet ihr auch nichts anklicken, was nicht unbedingt sein muss. Also einfach nur auf Next. So, damit hätten wir prinzipiell hier diesen Brickforce-Simulator des Aurora-Servers abgehakt. Übrigens, die Aktionsleiste könnt ihr auch verändern. Hier seht ihr nämlich schon das Standard-Loadout, könnt ihr auch verändern nach euren Belieben. Und auch die Aktionsleiste könnt ihr so anpassen, wie ihr wollt. Übrigens, das hatte ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Im Inventar habt ihr insgesamt ein Limit von 400 Items. Und ihr seht jetzt gerade, 76 haben wir jetzt im Inventar. Allerdings sind das viel zu viele Items, die würde ich niemals so haben. Also hier weg mit all dem Zeug. All dieses Zeug, das ich nicht brauche. Ja? Ich werde wahrscheinlich ein Outfit machen, das dauerhaft tragen. Von daher kann alles, was ich nicht will, weg. Und alles wird voller Waffen sein, vermutlich hier beim Inventar. So, übrigens, die Suchfunktion habe ich ja schon vorhin mit. Oh, das Fenster kann jetzt wieder weg. Hier seht ihr noch Large für Large Trout, also für den Eisthunfisch. Das Suchfenster ist allerdings nicht allzu präzise, wie ich zum Beispiel vorhin festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel Gas für die Gas Mask eingebe. Ne? Also wenn ich jetzt einfach Gas, ja, dann kommt hier Gas und nicht die Gasmaske. Allerdings gibt es halt viele Items mit Gas im Namen, von daher, naja. Solltet ihr diese Suchfunktion vielleicht nur für spezielle Items benutzen, wie zum Beispiel Snake, hat es funktioniert. Übrigens hier auch natürlich die normale Snake, nicht die Snake Max ab, sondern immer die normale Version der Waffe. Aber ansonsten würde ich euch empfehlen, denn da alle Items ja nach Kategorien hier sortiert sind, könnt ihr durchscrollen und dann so, okay, Köpfe, hier diese Brustausrüstungen, was war das? Ich habe keine Holster oder irgendwie sowas. Von denen gab es ja auch zwei Versionen, Feldflaschen, Rucksäcke und so weiter und so fort. Da waren die Masken, Helme. Als nächstes kommen wahrscheinlich... Ah, da sind zum Beispiel jetzt die Waffen. Hier seht ihr einen Haufen von... Oh, ich glaube, die sind gar nicht nach Kategorie sortiert. Gut, aber die Waffen sind sowieso interessanter. Sprich, da kann man schon mal ein bisschen langsamer durchscrollen. Und sich schön alles reinpacken, was schön aussieht. Außer die seltenen Waffen. Wie schon gesagt, die sind momentan verbuggt. Und ich glaube, der Feuerkäfer auch. Denn generell, die Waffen in dieser Version von Brickforce haben die Stats des Latino-Servers und der Feuerkäfer war auf dem Latino-Server ebenfalls eine seltene Waffe, von daher ist der ebenfalls verbuggt. Aber wir haben hier eine Menge Waffen, die funktionieren, von daher spielt einfach damit rum. Ich denke, ihr werdet eine sehr, sehr lange Zeit im Inventar verbringen, alleine nur, weil es fucking geil ist. Was man hier so alles einfach... Ich meine, schaut euch die Pistolen hier an. Ich kenne einen Großteil von diesen Items nicht einmal. Mein Inventar war verdammt nochmal riesig. Und hier könnt ihr alle Items haben, die ihr wollt. Die ihr euch jemals gewünscht habt. Gut, von dem Zeug hier ganz unten würde ich einfach mal die Finger lassen. Ich weiß nämlich nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber gut. Die ganz normalen Items halt, die interessant wirken. Die kann man sich ins Inventar packen. Wie schon vorher gezeigt. Linksklick hier, Item raus. Linksklick hier in der linken Spalte, Item rein. Dann auf Update. In-game wird es geupdatet auf Save. Damit speichert ihr die Config außerhalb des Spiels. Sprich, wenn ihr das Spiel nochmal startet, bleibt das Inventar so gespeichert, wie ihr es haben wollt und beim letzten Mal auch hattet. Mit F5 wieder das Item, das Inventar schließen. Und das ist so ziemlich alles, was man braucht. Noch ein kleiner Einwurf am Ende. Wenn ihr rausgeht aus dem Hauptmenü und wieder in diesem Fenster hier seid, und hier oben links das Setup-Fenster nicht mehr seht, könnt ihr F6 drücken und damit das Fenster für den Server wieder neu öffnen. Hier seht ihr übrigens meine IP-Adresse im privaten Siebertier-Netzwerk. Sprich, ich könnte jetzt hier mit einem Match hosten. Das geht übrigens nicht von eurer Seite aus, dafür müsst ihr eure eigene IP benutzen im Netzwerk.
nicht eure richtige IP, sondern die im Zero-Tier-Netzwerk logischerweise. Aber wenn ich zum Beispiel diesen Server laufen habe, müsste diese IP eingeben und dann auf Join drücken. Das ist dann so gesehen der Server, der aktuell läuft. Und falls ihr euch noch so fragt, na, was gibt es denn noch so für sicke F-Tasten? Es gibt noch die F8-Taste, das ist nämlich die Debug-Taste, die allerdings für uns, denke ich mal, eher uninteressant sein sollte. Von daher können wir die ignorieren. Tschüss. Also nochmal kurz Recap. Die F4-Taste, falls ihr der Server-Host seid. Die F5-Taste fürs Inventar. Und die F6-Taste fürs Setup-Menü. Und halt die F8-Taste zum Debugging. So, hier nochmal ein paar Hinweise, nachdem ich das Spiel bereits in der aktuellen Version getestet habe. In echten Matches sozusagen. Und nicht nur alleine und hier Tutorial-mäßig und so. Und zwar, man kann doch tatsächlich Räume als nicht Server-Host erstellen und auch starten. Ist schon mal eine gute Nachricht. Zudem scheint das Spiel nicht so ganz zu funktionieren, also vom Server her, auf manchen IPs. So ganz weiß ich nicht weshalb, aber manche IPs können das wohl super hosten, andere wiederum so ziemlich gar nicht. Man kann nicht wirklich drauf joinen. Also immer im Hinterkopf behalten, falls es überhaupt nicht mal funktionieren sollte. Und noch eine gar nicht mal allzu wichtige, gar nicht mal allzu unwichtige Sache, wollte ich sagen, ist, wenn sich Brickfast komplett aufhängt und man es gar nicht mehr schließen kann, dann sollte man vielleicht den Task Manager öffnen und Brickforce Exe beenden. Und zwar den Task komplett beenden. Falls man das im Vollbildmodus haben sollte, könnte man versuchen, mit Steuerung Windows-Taste D einen neuen Desktop zu öffnen und auf diesem dann den Task Manager zu öffnen und dann halt die Brickforce Exe zu stoppen. Das ist so ziemlich dann die letzte Möglichkeit, die man noch hat. Außer halt PC neu starten, was man nicht immer sofort machen will. So, das nochmal so als kurze Hinweise, nachdem ich sogar tatsächlich nochmal so an 1 bis 2 Stunden testen konnte. Ach ja, und jetzt hat man ja 2 Desktops offen. Ja, wenn man wieder auf den ersten will, drückt man Steuerung, Windows-Taste, Pfeiltaste nach links, beziehungsweise Pfeiltaste nach rechts. So navigiert man zwischen den beiden Desktops und ich hoffe, OBS nimmt das gerade so auf, dass man es auch erkennen kann. Und den zweiten Desktop schließt man durch Steuerung Windows F4. So, das sind die Kommandos, die man so ziemlich braucht, wenn Brickforce sich komplett weigert. Und man es exekutieren muss. Alles klar. Mit dieser Methode könnt ihr beispielsweise mit Freunden nochmal Brickforce zocken. Und es ist mehr oder weniger kinderleicht. Sollte es noch wichtige Informationen geben, die ich jetzt vergessen habe anzusprechen, werde ich sie in den Kommentarbereich posten. Auch bei etwaigen Updates werde ich euch in der Beschreibung oder in den Kommentaren auf dem aktuellsten Stand halten. Na dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in-game in Brickforce. Bis dahin. Ciao.